Viertelfinale bei der U20-Weltmeisterschaft. Titelverteidiger Kanada trifft auf Tschechien. Kanada mit dem zweitbesten Scorer des Turniers, Dylan Cousins, schon 6-mal getroffen. Ja, und die Tschechen mit Höhen und Tiefen in der Gruppenphase deutlich gegen Schweden und die USA verloren. Aber die Russen mit 2:0 geschlagen. Und die Tschechen in den weißen Trikots mit einem wirklich guten Start, mit der ersten guten Chance in der 5. Minute durch Kubicek. Schnelles Umschalten, dann auch clever gemacht von Naiman, der die Scheibe ablegt. Und Kubicek, der Verteidiger, testet Devon Levi. Die Ansagen von Kanadas Coach Andre Tirini und die fruchteten. McMichael, 9. Minute. Schöner Pass in den Lauf von Cousins. Und die Scheibe ist drin. 7. Tor von Cousins. Hier setzt er schon mal gut nach. Und dann ist es ein gelupfter Pass von McMichael in den Lauf von Cousins. Ein bisschen Glück ist dabei, weil Malik eigentlich den Save macht und von seinem Arm prallt die Scheibe dann zwischen den Beinen hindurch zum 1:0 für Kanada. Powerplay, Mitte des ersten Drittels. Und das ist klasse gemacht von Bowen Byram, gerade als das Powerplay abgelaufen ist. Das 2:0 für die Kanadier. Wartet so lange, bis die Schussbahn frei ist und dann wieder unglücklich Nick Malik, Sicht verdeckt, Cousins vor ihm und dann bekommt er die Scheibe zwischen Arm und Körper hindurch. Die Tschechen in der 16. Minute noch einmal gefährlich mit Novak, Rückhandschuss und dann mit dem Schoner, mit dem linken abgewehrt von Devon Levi. Also die Tschechen hatten durchaus Möglichkeiten, aber Byram, der machte das Tor zum 2:0. Und Cousins traf auch wieder. 2. Drittel, wieder Bowen Byram. Dann kommt die Scheibe rüber auf Jamie Drysdale. Pariert von Nick Malik. Dieses Verteidigerpaar Byram und Drysdale. Wirklich sehr, sehr auffällig. Wenn die beiden drauf waren, dann wurde es gefährlich für die Tschechen. Ausgeglichenes Schussverhältnis Mitte des 2. Drittels. Die Kanadier jetzt mal mit einem Konter. Nämlich Cousins Rückanpass auf Holloway. Und beinahe das 3:0. Für den Top-Favoriten in diesem Turnier 19 First-Round-Picks auf dem Eis bei den Kanadiern. Nächste Möglichkeit. Und das war noch knapper. Ein Lattenschuss von Bowen Byram. Auf der anderen Seite die Tschechen mit Tempo im Umschaltspiel. Und Devon Levi musste wieder ran gegen den Schuss von Lang. 34. Minute, diese Möglichkeit. Und dann war wieder Pause. Rein ins 3. Drittel mit Kanada sofort in der 1. Minute gleich mit einer Möglichkeit für Connor McMichael, den Center der ersten Reihe. Das war auch offensiv die auffälligste Reihe, aber die Kanadier bekamen hinten noch einmal Probleme. Es ist die Schlussphase und noch einmal eine Doppelchance für die Tschechen über Krutil und Rychlovský, aber Devon Levi nicht zu bezwingen. Die Tschechen nahmen früh ihren Torwart vom Eis. Wir sind knapp 3 Minuten vor Schluss. Und Connor McMichael sorgt für die Entscheidung mit dem Empty Net Goal. Defensiv die Kanadier stabil. Die Tschechen hatten nur eine Powerplay-Situation, hatten wenige Großchancen, aber es war bis zum Schluss ein enges Spiel. Am Ende setzt sich aber der Favorit durch. Kanada steht im Halbfinale, folgt auf Russland und Finnland und hat weiter die Chance auf die Titelverteidigung.